Ich lese Stiftung Warentest, Medikamententest, 9000 Arzneimittel für Sie geprüft und bewertet. Und im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei Neurodermitis und andere Ekzeme. Es werden die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe bzw. Wirkstoffgruppen, wenn es sich um mehrere Wirkstoffe handelt, in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Es gab etliche geeignete und es geht los mit einem roten, einem wenig geeigneten Wirkstoff. Ich mache mal ein Zeichen hier aus. Ein bisschen vorsichtig, man kann den Text hier wegradieren, obwohl das eigentlich nicht der Fall sein sollte. Antihistaminika in Klammern äußerlich. Antihistaminika sind chemisch ähnlich aufgebaut wie das körpereigene Histamin. Histamin wird freigesetzt, wenn der Körper mit einer Substanz in Berührung kommt, die er nicht verträgt. Ein Überschuss an Histaminen führt zu Entzündung, Juckreiz und Ekzem. Rot wenig geeignet. Chlorphenoxamin und Dimethindin. Wenig geeignet bei Juckreiz und Ekzem, weil die therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen ist und der Wirkstoff selbst Allergien auslösen kann. Der erläuternde Text. Äußerlich aufzutragende Antihistaminika dringen nicht schnell und tief genug in die Haut ein. Ihre therapeutische Wirksamkeit bei Ekzemen ist nicht ausreichend nachgewiesen. Ihre therapeutische Wirksamkeit bei Ekzemen ist nicht ausreichend nachgewiesen. Der spürbare Kühleffekt des Gels oder der Creme kann jedoch juckreizlindernd wirken. Wichtig zu wissen: Die Mittel dürfen Sie nicht am Auge oder in Augennähe oder in der Umgebung von Schleimhäuten wie Nase oder Mund anwenden. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bei Kindern unter 2 Jahren dürfen Sie die Wirkstoffe nicht auf größeren Hautflächen anwenden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Die Medikamente sollten während des ersten Schwangerschaftsdrittels möglichst nicht großflächig eingesetzt werden. Während der Stillzeit sollten Sie sie nicht auf der Brust anwenden. Es geht weiter mit einem etwas längeren Abschnitt. Das sind Glukokortikoide im einführenden Text auf der Seite 65, sind die auch schon erwähnt worden. Wahrscheinlich steht da deshalb ein wenig mehr dazu. So.